Moin Leute, die Pfeiler hier. Heute schauen wir uns mal die 6 schlimmsten Fehler an, die ihr in Burning Crusade machen könntet, und ich erzähle euch natürlich auch, wie ihr sie vermeiden könnt. In The Burning Crusade Classic kommen etliche wichtige Entscheidungen auf euch zu. Ihr müsst von 60 auf 70 leveln, etliche Quests erledigen, neue Berufe erlernen, dazu kommen neue Fraktionen, Gegenstände und. Im heutigen Video schauen wir uns mal die 6 häufigsten Fehler an, die die Spieler während ihrer Reise durch die Outlands machen werden. Einfach in der Hoffnung, dass ihr sie nicht macht und jede Menge Zeit und Gold sparen werdet. Fehler Nummer 1. Man fängt direkt an, auf der Höllenfeuerhalbinsel und in den Zangamarschen zu questen, anstatt direkt in die Dungeons zu gehen. Und jetzt denkt ihr vermutlich erstmal, hä? Ich soll nicht auf der Höllenfeuerhalbinsel questen? Da fängt die große Reise in den Outlands doch an und jetzt soll ich direkt in die Dungeons reingehen? Was für ein Schwachsinn. Und deswegen sei an der Stelle gesagt, nur weil etwas effektiv ist, bedeutet das nicht, dass es immer der richtige Weg für euch ist. Ganz ehrlich, ob ich den folgenden Tipp befolgen werde, weiß ich selber noch nicht. Aber schauen wir uns die ganze Sache jetzt mal genauer an. In Burning Crusade wurden die heroischen Dungeons eingeführt. Sprich, man kann die 5-Mann-Dungeons nicht nur in der normalen Schwierigkeit machen, sondern eben auch in der heroischen. Und diese sind deutlich schwieriger, geben aber auch besseren Loot. Damit man allerdings die jeweiligen Hero-Dungeons betreten kann, braucht man immer den jeweiligen Ruf der dazugehörigen Fraktion, damit man sich den Hero-Schlüssel kaufen kann. Am Anfang von Burning Crusade im Jahr 2006 brauchte man den Ruf respektvoll. In späteren Patches wurde dies allerdings vereinfacht und man brauchte nur noch wohlwollend, um die heroischen Dungeons betreten zu können. Je nachdem, wie Blizzard das lösen wird, braucht man also eine der beiden Rufstufen. Der Trick ist nun der folgende. Die normalen Dungeons auf der Höllenfeuerhalbinsel und auch in den Zangamarschen geben euch Ruf, allerdings nur bis wohlwollend. Falls man auf den Burning Crusade Servern von Blizzard, die hoffentlich im Mai kommen werden, tatsächlich respektvoll für die Heroes braucht, dann wäre es clever, wenn man, nachdem man das dunkle Portal durchquert hat, direkt anfängt, in den Dungeons auf der Höllenfeuerhalbinsel auf Level 62 zu leveln und den Ruf auf Wohlwollen pusht. Und anschließend in den Zangamarschen Dungeons auf Level 64 levelt und dort ebenfalls wohlwollend mitnimmt. Anschließend levelt man dann quasi im Terrorkafferrüst einfach ganz normal weiter bis Level 70. Die kompletten Quests auf der Höllenfeuerhalbinsel und in den Zangamarschen macht man dann erst mit Level 70, denn den Ruf bekommt man dann immer noch. Da man die beiden Rufe jedoch schon auf wohlwollend hat, weil man ja das Dungeon Grinding gemacht hat, nähert man sich mit jeder Quest ein Stückchen der Rufstufe respektvoll. Diese Methode macht natürlich nur dann Sinn, wenn ihr für die ersten Tage in Burning Crusade eine verlässliche Dungeon Farm Gruppe am Start habt. Falls man auf den Burning Crusade Servern von Blizzard allerdings nur Wohlwollen braucht, um in die Heroes zu können, macht diese Methode deutlich weniger Sinn. Trotzdem ist es ganz nett, wenn man die ganzen Quests der Höllenfeuerhalbinsel und in den Zangamarschen erst auf 70 macht, denn dann geben sie statt EP Gold und davon kann man sowieso nie genug haben. Fehler Nummer 2. Man entscheidet sich für die falschen Questbelohnungen. Sobald ihr euch durch das dunkle Portal begeben habt, beginnt eure Reise auf Level 70. Unzählige neue Questreihen und damit auch Questbelohnungen erwarten euch. Und hier solltet ihr unbedingt aufpassen, dass ihr auch ja die richtigen Belohnungen wählt. Denn im Burning Crusade ist es so, dass man zum Teil Pre-Raid Best-in-Slot-Items bereits während der Levelphase als Questbelohnung bekommt. Gerade angehende Tanks oder Healer sollten hier besonders aufmerksam sein. Denn klar, ihr levelt zwar als Krieger, zum Beispiel als Arms oder Fury hoch, aber auf 70 wollt ihr ja tanken. Nun kann es halt eben schnell passieren, dass man sich während der Levelphase bei der ein oder anderen Questbelohnung für das Damage-Item entscheidet und dabei auf das Best-in-Slot-Tank-Item verzichtet. Angehenden Healern kann es natürlich ebenso ergehen, wenn man als Priester zum Beispiel als Shadow levelt. Von daher mein Tipp, beim Leveln und Questen einfach die jeweilige Pre-Raid Best-in-Slot-Liste von eurer Klasse offen haben und die Questbelohnungen von sehr langen Ketten immer mal wieder überprüfen, ob ihr euch auch wirklich für das richtige Item entscheidet. Unten in der Videobeschreibung findet ihr übrigens alle Links zu allen Pre-Raid Best-in-Slot-Listen von jeder Klasse. Schaut dort also nach dem Video gerne mal vorbei und speichert euch eure Liste. Fehler Nummer 3. Man lernt die falschen Berufe. Freunde der Nacht, unterschätzt bloß nicht die Berufe in The Burning Crusade.
In Classic können die meisten Berufsgegenstände ganz einfach, wie hier an diesen kleinen netten Gnomen, getradet werden. Bitte. Danke. Der einzig wichtige Beruf, den man braucht, um dessen Gegenstände verwenden zu können, ist im Grunde genommen Ingenieurskunst. Alle anderen Berufe sind primär dazu da, um Gold zu verdienen oder seine Gilde zu supporten. In Burning Crusade ändert sich dies allerdings grundlegend. Fast jeder Beruf gibt spezifische Vorteile, die ihr nur dann benutzen könnt, wenn ihr den Beruf selber habt. Dementsprechend ist es extrem wichtig, sich genau zu überlegen, welche Berufe man leveln möchte. Wenn man sich nämlich hier am Anfang für den falschen Beruf entscheidet und dann am Ende merkt, upsi, ich brauchte ja eigentlich den und den Beruf, ja, dann wird es oft sehr teuer und zeitintensiv. Als angehender Schmied könnt ihr euch zum Beispiel sehr starke Einhand- und Zweihandkolben herstellen. Ihr müsst dann aber eben auch Kolbenschmied sein, um die Kolben tragen zu können. Als Verzauberer wiederum könnt ihr eure eigenen Ringe mit mächtigen Verzauberungen versehen. Dies könnt ihr allerdings nur auf eure eigenen Ringe anwenden. Wenn ihr also von den Ringverzauberungen profitieren möchtet, müsst ihr eben wieder auch selber den Beruf Verzauberkunst erlernt haben. Dementsprechend hat jeder Beruf in Burning Crusade einen besonderen Vorteil, den man nur dann erhält, wenn man den Beruf auch wirklich selber erlernt hat. In der Videobeschreibung habe ich euch eine Liste mit allen Vorteilen von allen Berufen eingefügt. Schaut dort gerne mal rein, wenn ihr eure Berufe jetzt schon planen wollt. Tja, und das wird natürlich das große Thema bei den Berufen: Lederverarbeitung. Der Beruf Lederverarbeitung wird es euch in Burning Crusade ermöglichen, die Drums of Battle herzustellen, die im PvE einen sehr, sehr starken Buff geben. In Burning Crusade verursachen die Trommeln keinen Debuff wie in späteren Erweiterungen und buffen immer nur die jeweiligen Gruppen. Dementsprechend wird es sehr, sehr wahrscheinlich die Meta werden, dass in guten Gilden jeder Spieler Lederverarbeitung als einen seiner zwei Hauptberufe erlernen muss. Denn um die Trommeln benutzen zu können, braucht ihr eben wieder Lederverarbeitung auf 350. Viele Spieler sind allerdings der Meinung, dass es für das PvE und auch generell für das Gameplay in Burning Crusade sehr, sehr bitter wäre, wenn wirklich jeder einzelne Spieler Lederverarbeitung braucht. Und ich finde übrigens auch, dass es wirklich gut wäre, wenn Blizzard hier über eine Änderung nachdenken würde. Man könnte zum Beispiel einführen, dass der Buff der Trommeln den ganzen Raid erreicht. Dadurch bräuchte man immer nur eine Handvoll an Spielern mit dem Beruf im Raid. Natürlich könnte man auch sagen, Leute, die Bosse in Burning Crusade schaffen wir locker auch ohne die Trommeln. Also lernt doch einfach die Berufe, auf die ihr Bock habt und fertig. Das stimmt zwar vom Prinzip her. Allerdings ist es dann letztendlich doch immer so, dass die Mehrheit der Gilden sich einfach mit den anderen Gilden vergleichen möchte. Und naja, sobald eine Gilde anfängt, die Trommeln zu verwenden, werden dann am Ende wieder alle mitmachen. Von daher, Hashtag keine Trommeln in die Kommentare, Leute. Und ihr wisst ja, Blizzard schaut dieses Video hier bestimmt an und hört bestimmt auf euch. Fehler Nummer 4. Man fängt mit der Karazhan Pre-Quest zu spät an. Karazhan wird der erste Raid sein, den ihr in Burning Crusade betreten werdet. Interessanterweise befindet sich dessen Eingang allerdings nicht in den Outlands, sondern in einem kleinen Gebiet zwischen dem Dämmerwald und den Sümpfen des Elends in Azeroth. Und genau dort, genauer gesagt direkt vor dem Instanzportal, könnt ihr ab Level 68 eure Karazhan Prequest annehmen. Habt ihr diese Questreihe nicht vollständig abgeschlossen, die euch so ziemlich über die kompletten Outlands führen wird, könnt ihr den Raid nicht betreten. Bevor ihr euch also mit Level 68, 69 oder 70 in die ersten höheren Dungeons bewegt, solltet ihr unbedingt mit Level 68 vor Karazhan vorbeischauen und eure Pre-Quest mitnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Anschließend könnt ihr dann die jeweiligen Abschnitte der Questreihe in eure finale Leveling-Route mit einbinden. Zudem könnt ihr eure ersten Besuche in Level 70er Dungeons direkt mit dem Vervollständigen der Karazhan Pre-Quest verbinden. Dadurch stellt ihr sicher, dass ihr schnellstmöglich bereit seid, den neuen Raid zu betreten. Ihr möchtet euch die komplette Karazhan-Questreihe jetzt schon mal anschauen? Kein Problem. Einfach in der Videobeschreibung nachschauen, da findet ihr einen Link zu einer Seite, wo euch die Questreihe bis ins kleinste Detail erklärt wird.
Fehler Nummer 5. Man wählt in Shadrath die falsche Seite. In Burning Crusade teilen sich Horde und Allianz in den Outlands eine neutrale Hauptstadt namens Shadrath. Kurz nach eurer Ankunft dort müsst ihr euch zwischen den beiden verfeindeten Fraktionen der Stadt entscheiden. Entweder ihr werdet ein loyaler Anhänger der Seer oder eben der Aldor. Beide Fraktionen haben einen eigenen Bereich in der Stadt samt Gasthaus für euren Ruhestein. Wichtig für euren Char ist die richtige Wahl aus folgenden zwei Gründen. Erstens haben beide Fraktionen unterschiedliche seltene und epische Gegenstände für euch und zweitens unterschiedliche Schulterverzauberungen. Der wichtigere Faktor ist hier die Verzauberung, da ihr diese sehr, sehr lange auf jede neue Schulter verzaubern werdet, die ihr bekommt. Die jeweiligen Itembelohnungen sind eher am Anfang von Burning Crusade relevant. Im weiteren Verlauf der Erweiterung werdet ihr diese relativ zügig ersetzen. Als grobe Faustregel kann man aber Folgendes sagen. Wenn ihr einen Caster oder Healer spielt, solltet ihr eher die Seer wählen. Spielt ihr hingegen einen Melee oder Tank, dann ist wahrscheinlich Aldor die bessere Wahl. Ich als Schurke werde mich zum Beispiel auf jeden Fall auf die Seite der Aldor schlagen, da man dort auf Ehrfürchtig ein episches Maintenance-Schwert bekommt, welches einen sehr guten Einstieg in den PvE-Content ermöglicht und gerade am Anfang von nur recht wenigen Alternativen im Damage übertroffen wird. Fehler Nummer 6. Man spielt eine Fraktion oder Klasse, weil man weiß, dass sie in Burning Crusade stark wird. Kommen wir zum letzten und wichtigsten Fehler, den leider Gottes viele Spieler machen werden. Das Spielen, was gut wird, ohne sich genau mit der Fraktion oder Klasse auseinanderzusetzen. Ja, der Jäger und der Hexenmeister werden im PvE, zumindest in der ersten Hälfte von Burning Crusade, wahrscheinlich deutlich mehr Schaden machen als alle anderen DPS-Klassen. Aber solltet ihr deswegen unbedingt eine der beiden Klassen spielen? Nein. Es sei denn, ihr spielt sie momentan sowieso schon oder ihr habt einfach mega Bock auf diese Klassen. Glaubt mir, Leute, es gibt nichts Schlimmeres, als eine Klasse oder Rasse aus solchen Gründen zu wählen und dann nach ein paar Wochen oder Monaten zu merken, okay, macht zwar ganz gut Damage, aber überhaupt keinen Bock beim Spielen. Und ja, die Horde-Racials sind in der Arena deutlich stärker. Vor allem die Fähigkeit Wille der Verlassenen wird in der Arena mit Abstand die stärkste Rassenfähigkeit sein. Viele gute Arena-Spieler werden deswegen auf der Horde-Seite anfangen und viele Casual-Spieler werden dies nachahmen. Dies solltet ihr jedoch nicht machen, wenn ihr absolut keinen Bock auf die Horde habt und dann nach einigen Wochen von neu anfangen müsst. Zudem hat dieses Verhalten auch einen negativen Einfluss auf unser aller Spielerlebnis in Burning Crusade. Denn wer will schon auf einem Server spielen, wo nur Hexer und Jäger rumlaufen? Oder wo wir 80% oder mehr Hordler haben? Grüße geht raus an Lucy von der Stelle. Moin. Wir haben mit Burning Crusade endlich ein Stadium erreicht, wo eigentlich jede Klasse und jeder Spec von Nutzen sein kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Selbst Retri-Paladine sind jetzt cool. Yay! Denn ebenso wie Moonkind-Druiden, Ele-Schamanen oder Schattenpriester bringen sie dem Raid oder eurer Gruppe viele Vorteile. The Burning Crusade ist also der perfekte Zeitpunkt in WoW, um einfach das zu spielen, worauf ihr Bock habt. Also bitte, bitte macht das auch. Und das waren sie nun. Die 6 schlimmsten Fehler, die ihr in Burning Crusade machen könnt. Wenn ihr die vermeidet, Leute, dann seid ihr eigentlich ganz gut aufgestellt. Ihr seid der Meinung, es gibt noch einen schlimmeren Fehler, den ich vergessen habe? Na dann ab damit in die Kommentare und das Video. Ich bin gespannt. Euch fällt nichts mehr ein? Kein Problem. Dann sagt mir einfach mal, welche Klasse ihr in Burning Crusade spielen werdet und warum. Und wehe, da schreibt jetzt einer, Jäger, Digga, macht am meisten Damage. Bis zum nächsten Video. Euer Die Pfeiler.